Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Mit mir, dem guten Dragonios. Wir haben in der letzten Folge alle Aufträge, unsere momentanen Aufträge, will ich dazu sagen, geschafft. Wir bekommen wieder eine Menge Zeug. Und Prämien einfordern, ja, passt, danke. Glorreiche Lanze, jawollingen. Eine Ritterrüstung. Mein Gott, wenn es nicht so lange dauert. Wir haben eine Trophäe Monsterjäger gekriegt. Warum nicht? So, Axt des Ogerkönigs. Yay. Yeah. Zauberinnenrobe. Muss ich das jetzt alles vorlesen? Komm mir schon ein bisschen doof dafür war. Ein Magiemampfer. Okay. Ein Drachenkönigsklaue. Und eine Rätselrüstung. Gulden über Gulden. Hey. Noch eine Trophäe. Gleich zwei Trophäen hintereinander. Und die Folge ist noch nicht mal eine Minute alt. Oder ist gerade mal eine Minute alt. Ja. Dann sagen wir unserem Freund mal schnell Bescheid. Lass mich raten, der ist nicht mehr hier. Sondern irgendwo. Ja, ja. Auf nach Katzbuckel. Und von da aus dann, nach Süden, wobei ich das wieder mit Tengri mache. Es geht einfach schneller. So. Und landen. Genau da. Perfekt. Wahnsinn. Ich habe gar nichts drücken müssen, außer einmal Kreis. Bin perfekt gelandet. So, und bin ja gespannt, was er jetzt sagt zu mir. Oh, es sind noch mehr Risse aufgetaucht. Bitte schließen Sie alle. Wahrscheinlich. So. Hello, Mr. Bunny. Are you at home? Yes, he is. So. Hallo, mein Freund. Wieso haben Sie sich einen Hasen da ausgesucht? Das erinnert mich so an Silent Hill. Du bist wirklich gut darin, die Risse zu versiegeln, Oliver. Nur mit dem nächsten Riss bist du auf ganz besondere Weise verbunden. Okay, das heißt, Switcher da sein. Bin ich mir fast sicher. Und es ist nur ein Riss, okay. Reisen, Katzbuckel und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht ist es schon der letzte, ne, der letzte Riss, glaube ich nicht. Bezweifle, dass Shaddaa der optionale Endboss sein wird. Ich finde die Musik hier in Katzbuckel so geil. Es erinnert mich von der Musik, von der Atmosphäre, so ein bisschen an Holy Magic Century. Auch ein Let's Play übrigens davon gemacht, kleine Schleichwerbung davon. Aber wer das Spiel kennt, Holy Magic Century ist schon ein bisschen älter als ich, also ist schon ein bisschen älter als, sag ich mal, 70% meiner Zuschauer. Oder wer es damals noch gespielt hat, wo es rausgekommen ist, ne? Monsterjagden, der skrupellose Soldat. Der Weg durch die Totenmarsche zur Nimmerburg scheint frei zu sein. Finde heraus, was vor sich geht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt zur Nimmerburg. Und dort zu Shaddaa. Bleibt ja nichts anderes. Reisen, komme ich direkt zur Nimmerburg? Ne, irgendwie nicht. Ich schau mal, wenn jetzt der Nebel weg ist, kann ich auch vielleicht direkt vor der Nimmerburg landen. Mit etwas Glück. Tengri? Hilfst du mir aus? Mein Freund? Na, der Nebel, ja, vergiss es, dass der Nebel weg ist. Laber kein. Das ist doof, jetzt muss ich nämlich dann wieder... Das ist dämlich. So ein Scheiß.
Das heißt, ich muss jetzt wieder nach Perdida, muss da runterlaufen. Muss, ich kann nicht mal hier landen. Das ist voll doof. Das ist genug Platz für mich. Muss jetzt wieder durch diese ganzen Totenmarsche. Muss dann durch die ganze Nimmerburg. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Aber egal. Kann man jetzt nichts dran ändern. Naja, haben sich die Entwickler halt noch ein bisschen Spielzeit eingemogelt. Kennen wir ja in heutigen Spielen immer ganz gern, dass die Entwickler immer mit 5 Stunden Spielzeit prahlen. Okay, 5 Stunden ist zu wenig. Also sagen wir mal halt mindestens 16 Stunden Spielzeit. Wobei von den 16 Stunden dann halt 14 Stunden... What the hell machst du hier? Es ist auch nicht dasselbe Schloss, das in dem Error. Du siehst verwirrt aus. Ja, vielleicht sogar ein bisschen verdattert und ganz schön irritiert. Ich würde vorschlagen, dass du es selbst ansiehst. Ja, ich würde ganz gerne direkt dahin. Ist es gibt es eine Möglichkeit dafür? Natürlich nicht, ne? Ja. Also wie gesagt, die Entwickler prahlen immer ganz gern mit ihrer Spielzeit, wobei wahrscheinlich von der Spielzeit die Hälfte allein an Cutscenes ist, weil es einfach in der heutigen Technik möglicher oder besser ist, kleine Filme, sage ich mal, zu entwickeln und nicht nur noch reine Spiele. Bestes Beispiel ist Heavy Rain. Ich habe nichts gegen Heavy Rain. Heavy Rain ist ein super geiles Spiel, aber in meinen Augen halt doch kein richtiges Spiel, sondern eher ein kleiner Movie, also ein kleiner Film, den man spielt. Und genau das war ja auch die Intention der Entwickler. Also sie wollten nicht dieses typische Rollenspiel oder dieses typische Spiel entwickeln, wie wir es kennen. Nein, die wollten wirklich, haben auch gesagt, sie wollen ein cineastisches Erlebnis entwickeln, sprich einen Film, in den der Spieler eingreifen kann. Und das haben sie mit Heavy Rain perfekt geschafft. Also kann man nicht sagen, okay, die Wirkung ist zu Ende. Haben sie mit Heavy Rain perfekt geschafft. Es gibt kein Spiel oder es gibt keine Möglichkeit, wie sie es hätten besser machen können, finde ich. Und es ist aber in meinen Augen trotzdem kein Spiel an sich. Es ist ein Film mit Möglichkeiten zum Ändern der Handlung. So kann man sagen. Ihr läuft alle weg, das ist gut. Und ja, was ich aber im Endeffekt sagen wollte, ist, mit solchen Aktionen, dass man nochmal und nochmal und nochmal diese Gegenden durchstreifen muss, was eigentlich absolut nervig ist, aber gut. Naja, nervig ist halt einfach mal immer drin, wenn man dann mit solchen Argumenten kommt, wie dieses Spiel hat 20 Stunden Spielzeit. Das sind halt einfach so Sachen, wo man das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen kann. Und wenn es nur für 5 Minuten ist, aber 10 mal 5 Minuten sind immerhin fast eine Stunde, oder sagen wir 12 mal 5 Minuten, sind immerhin 60 Minuten. Und schon ist das Spiel eine Stunde länger. Und das können sie dazu reinschreiben. Und das ist leider Gottes, oftmals ein Kaufgrund für viele. Die sagen, die lesen sich nur hinten durch, so, oh ja, cool, kaufen wir. Weil, steht da drauf. Das ist aber halt von diesen 22 Stunden, ne, 3 Stunden absolut nervige Hin- und Hergerenne ist, oder 5 Stunden nerviges Cutscene anschauen. Gut, Cutscenes kann man auch gut gestalten. Ni No Kuni hat gute Cutscenes gemacht. Am Anfang sehr viele, sehr gute. Am Schluss weniger, sag ich mal. Aber ich schweife ab. Ich beende lieber dieses Thema hier. Wenn ihr das genauso seht wie ich, sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren Bescheid. Oder macht einen Daumen nach oben, wie ihr das wollt. Hauptsache, ich sehe ein bisschen, was ihr darüber denkt. Weil es ist schon interessant zu wissen, was haltet ihr so von den Versprechungen der heutigen Entwickler. Also gerade Ubisoft ist da ein sehr krasses Beispiel. Oh Gott, das ist wieder das, wo mir so schlecht wird. Wunderschön.
egal, wir laufen einfach mal durch und... Wow! Was bist denn du für einer? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Schlüsselbad A und Schlüsselbad B. Ich will mal schauen, was ich von denen klauen kann. Zeig mir, was du hast! Ein Klarheitsbringer, okay. Na, Lilly war schon richtig. Das können wir schon weiter benutzen. Okay, schade. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Aber scheinbar nicht. So, kriege ich noch irgendwelche Items? Ein Sonnenkristall. Oh, mei. Kann man schon lassen. So, wir müssen nach Norden. Und... Ja, scheinbar ist es wieder irgend so eine Illusion von Cassiopeia. Was halt einfach benutzt worden ist, damit man diese ganzen Gebiete nochmal bereisen kann. Oh Gott, ist das... Das kotzt mich jetzt schon wieder an. War es links das Richtige? Ich weiß es nicht mehr. Nein, rechts war das Richtige. Oh, Hilfe! Wo bin ich? Da bin ich. So, und hier war es dann wieder rechts. Obwohl die Musik hier super ist. Also das Schloss hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Wie gesagt, diese Treppensequenzen waren absolut unnötig. Nervig, also ich mag sowas nicht, wenn sich das Zeug dann dreht und... Nee, da wird mir echt schlecht. Aber sonst im Großen und Ganzen, die Monster waren cool. Und es war diesmal definitiv nicht so wie im Elfenbeinturm, dass es immer gleich ausgeschaut hat. Schaut euch diesen Boden an, schaut euch diese Fenster an, schaut euch das ganze Schloss sonst an. Man hat eine Höhle gehabt zeitweise, wo Lava war. Man hat alles hier drin gehabt. Und beim Elfenbeinturm war alles gleich. Schaut euch das an. Allein hier, der Unterschied von diesem Raum zu diesem Raum ist gewaltig. Riesige Fenster an den Wänden, alles dunkel, man sieht den Nebel. Hier scheint es eher blau durch, weil die Fenster eher milchig sind. Absolut genial, man sieht hier einen riesigen Thron. Der Platz ist absolut phänomenal. Alles nicht zu leer, nicht zu voll, es ist einfach perfekt. Der Elfenbeinturm hingegen, bäh. Warum hat man nicht das als letztes Schloss hergenommen? Das wäre einfach perfekt gewesen. So, okay, egal. Schwarze Kugel aktivieren und wir dürfen jetzt wahrscheinlich gegen Shadar kämpfen. Oh ne, nur gegen seinen Ritter. Also sprich die zweite Form von Shadar. Bauchklatscher. Ja, das hat dir ein bisschen wehgetan, ne? Ich finde es so geil, wie dieses Viech pfeift, wenn es ihn spottet. So, noch einmal Bauchklatscher. Ah, hier kann ich eigentlich fast mit Lilly gut agieren. Denn der ist... Wenn ich nicht wieder gebufft werde. Ausweichen! Nein, verdammt! Ich wollte gerade ausweichen. Nein! Nicht mehr erwischt. So, allgemeine Abwehr. Ich muss mich mal heilen. Finde eine Hand auf mich. So. Noch einmal in der Hand auf mich. Vielen Dank. So, jetzt probiere ich es mal mit Lilly, was ich vorher gerade vorhatte. Und zwar immer wieder hinter ihn zu gehen. Oder von der Seite. Und hier schön in den Rücken schlagen. Lilly heilt sich dadurch. Und wir können ihn, soweit ich weiß, ziemlich gut ausweichen. Perfekt, gut. Ich glaube, ich habe noch Verteidigen gedrückt, ne? Ja, ich habe noch Verteidigen gedrückt. Da ist eine... Ich brauche... Magor! Hol dir... Nein, nein, lass es! Oh, du Wichser.
Ja, jetzt holst du dir innere Stärke und machst dann daraus nichts. Ich hätte es perfekt genutzt, mein Freund. Aber die Musik ist spitze. So, das ist wieder eine große Stärke. Ni no Kuni hat nicht viel Musik gehabt, also nicht viel abwechslungsreiche Musik gehabt. Aber die sie gehabt haben, haben sie perfekt in Geltung gebracht. Nein, ich habe nicht mehr verteidigen drücken können. Ich hätte mehr auf Mago geblieben, dann hätte ich weniger Schaden bekommen. Gut. Esther, du bist fast tot. Und doch auch einen stärkeren Heilzauber. Heilende Hand, genau, das war's. So, damit bin ich voll. Und Lilly darf diesen hier besiegen. Denn Lilly hat so lange schon nicht mehr den Gegner besiegt. Bam, daneben. Perfekt, schön gemacht, Lilly. Hast du verdient. Da du doch fast von Anfang an, also sie ist ab Laguna war Lilly dabei. Also sprich sehr früh im Spiel. Gefällt mir. Das ist die höchste Stufe für diese Spezies. Oh, wir sehen die letzte Stufe. Wahnsinn. Dass ich das noch erleben darf. Chaos, du kriegst einen riesigen Sonnentropfen. Und ich mache aus dir, was mache ich denn aus dir? Einen Paläolith oder einen Neolith? Lass mich mal ganz kurz schauen. Da ändert sich eigentlich nur der Angriff und der magische Angriff. Ich finde fast den... Ich mach den Paläolith. Der schaut irgendwie cooler aus. Ist so geil, wie er sich entwickelt. Yay! Okay. Anzahl verschiedener Tricks, die du Chaos im Kampf nutzen kannst, steigt um 1. Das machen wir doch gleich mal. Hier. Du hast einen neuen Trick zur Verfügung. Und ich gebe dir... Man will von den guten Möglichkeiten mit einer zufälligen Statusveränderung. Oh, warum nicht? Das ist das hier. So, okay. Das heißt, das hatten wir. Wir flüchten. Benutzen Reisen wieder nach Katzbuckel. Dort holen wir unsere Belohnung ab. Und dann müssen wir eh wieder zum Hasen. Reisen. Katzbuckel. Ja, dieses Mal nicht so viel. Wie gesagt, wir haben die meiste Zeit eigentlich dafür gebraucht, durch die Welt zu reisen. Und was wir eigentlich in der letzten Folge schon gemacht haben. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Wir sind inzwischen, ich glaube, auch schon über Folge 90. Also das ist heftig. Ich glaube, nur Elements Destiny hat es bis jetzt geschafft, über 90 Folgen zu schaffen. Alle anderen waren bei Weitem nicht so weit. So. Ich habe wieder einen Riss geschlossen, Alter. Prämien anfordern. Genau, die hier. Eine Himmelsklinge und 6000 Gulden. Okay, jetzt sieht es aus, als wären die Risse von denen diese Wegweiser geplatzt. Gestopft. Sagen wir mal besser Bescheid. Ja, bevor ich das aber mache, werde ich meine Kreaturen mal empfohlen ausrüsten. Ich nehme es jetzt einfach mal, wie gesagt, empfohlen. Die werden schon wissen, was sie geben mir. Ich werde da auch jetzt nicht großartig nachschauen. Zack. 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 Ah, du brauchst nichts. So. Und die haben magischen Angriff. Wieso wollt ihr mal... Wieso wollt ihr ihm so einen Scheiß geben? Wieso wollt ihr Sven so einen Scheiß geben? Ich hab keine Ahnung.
Egal, ich mach's jetzt aber mal. Ich vertraue dem Spiel. Ich weiß, es wird ein Fehler sein, aber egal. So. Und jetzt will ich mir mal ganz kurz noch meine Werte von meinen Kreaturen anschauen. 305. Schaut euch mal den Unterschied von Angriff an. 594 hat dieser hier. Und Lilly hat 325. Wow! Krass! Einfach nur krass. Du hast noch einen Trick zu lernen. Dir gebe ich... Genau, den sanften Schimmer lerne ich dir. Dann kannst du dich auch heilen. Oder auch andere heilen. So, einmal raus aus Katzbuckel. Wieder zu unserem Hasen. Und... ihm sagen, dass wir fast fertig sind. Und ob er denn noch mehr hat. Finde ich schade, dass man nicht gegen Shadar kämpfen musste. Sondern nur halt gegen seinen Ritter. Wäre interessant geworden. Ich hätte gerne nochmal diesen, diesen Drei-Phasen-Kampf gemacht. Das ist kein Problem. Hätte mir Spaß gemacht. Ich befürchte ja, dass ich irgendwie in den Elfenbeinturm noch muss. Und da noch irgendwas machen muss. Ich hoffe nicht. Aber wir haben im Elfenbeinturm halt auch Gallus besiegt und... nee, ne? Aber bis jetzt sind eigentlich nur diese großen Kreaturen gekommen. Kein menschlicher Gegner. Da haben wir auch mehr besiegt. So. Es ist so weit. Es ist schon so weit. Es ist nur noch ein einziger Riss übrig. Es ist an der Zeit, sich dem erneut zu stellen, dem du dich bereits einmal gestellt hast. Okay. Und wo ist das? Ein einziger Riss ist noch übrig. Hey, cool. Dann nach Katzbuckel. Und... von Katzbuckel? Ja. Mal gucken, was wir dann besiegen müssen. Es ist weder König Tom noch die Kulifin. Es ist etwas, was ich mich schon mal bereitstellen musste. Kann ja eigentlich fast nur Königin Cassiopeia sein oder... ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Na, gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, wo es ist. So, Monsterjagden, die loyale Königin. Eine weitere schwarze Kugel ist erschienen und sie sieht noch unvollkommen aus als alle anderen. Auf dem Ara Memoire. Das ist kein Problem. Das ist, da muss ich nicht in den Elfenbeinturm. Das ist gut. So. Bin ja gespannt. Da habe ich jetzt nochmal die zwei Phasen der Königin machen. Das wäre auch cool. Reisen. Ara Memoire. Und ja. Das wiederum war halt ein Gebiet. Mein Gott, wir haben es nicht lange erkunden können, beziehungsweise es ist einfach sehr klein gewesen. Gab jetzt auch nicht viel neue Sachen. Oder gab generell nicht viele Sachen, die man hier erkunden konnte. Es ist genau diese einen Tempelruinen hier. Und sonst nichts. Und dafür, dass es doch eine relativ große Insel ist, ja, schade. Aber Leute, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Den letzten Riss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder einschalten werdet. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Ni No Kuni, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.